Gespräch. Wir sind in Salzburg und es ist der 21. Dezember 2012. Ein Datum, was du ja lange, auch schon vor langem, wo die meisten Leute es noch gar nicht auf dem Schirm hatten, schon thematisiert hast, das Jahr 2012. Aber du hast immer gesagt, wann ist das Jahr 2012? Wie ist das für dich jetzt dieser Tag und wie empfindest du das? Also zunächst mal bin ich auch noch irritiert, dass ich gerade die letzten Tage mitbekommen habe, dass man dieses Datum ausweist als Weltuntergangsdatum. Ich weiß gar nicht, wie das aufgekommen ist. Ich habe von den Mayas zum Beispiel nie eine Stelle irgendwie vermittelt bekommen, auch von den Hopis nicht. Keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Und dann, was mich auch irritiert, ist, dass der 21.12., genau als der Tag dann eben herausgewiesen wurde, herausgeguckt wurde, da habe ich zwar von gehört, klar, aber ich glaube, dass ich nirgendwo veröffentlicht habe oder auch admitted, dass der 21. Okay. Nun der Stichtag sein soll. Also, das ist so wie in meinem Film ausgedrückt, das ist natürlich wie als wenn zu einer bestimmten Zeit eben alle Zeiger auf eine bestimmte Position stehen. Das ist sozusagen das Ende eines Zyklus. Um 12 Uhr Mitternacht hätten wir sowas am 31. Dezember jedes Jahr eben ein neuer Zyklus, ein neues Jahr. Das, im Grunde genommen möchte ich das Beispiel folgendermaßen bringen, dass das mir am anspruchsvollsten erscheint, um vielleicht zu erklären, was an diesem 21. passiert oder passiert ist. Wir sind ja heute genau an diesem Tag, ist das, was Terence McKenna vor vielen Jahren mal aufgestellt hat. Ein Biochemiker, der einen Algorithmus gefunden hat offensichtlich und sich, glaube ich, an die Zeitrechnung der Ägypter oder an die Zeitrechnung der Ägypter gehalten hat und auch irgendwie auf die 3012 vor Christus. Irgendwas, bin da nicht so sicher und so sattelfest. Jedenfalls ist es ihm, diesen Menschen gelungen, einen, wie gesagt, einen Algorithmus zu finden und hat daraus eine Software entwickelt, sodass man also genau sehen kann, dass es also diese avancierenden und retardierenden Zeitwellen gibt. Ja. Nicht wahr? Dass also alles im Grunde genommen bis zum 21.12.2012, die seit quasi 5000 Jahren, alles schon determiniert ist, alles feststeht. Also kann man sich das vorstellen, es sind verschiedene Wellen, es gibt zwei Kohlenmoldingen sozusagen oder kommen zusammen an einem Schnittpunkt. Und der ganz genau, wobei es Überschneidungen noch gibt, nicht wahr? Also das ist recht beeindruckend an dieser Tabelle, dass es also ganz bestimmte Tage auch eben schon vorher gab, wo man also sozusagen in die Zukunft hinein, also dieses Ereignis größer gleich 21.12.2012 hinein projizieren, etwas projizieren konnte. Da ist viel Kult drum gemacht worden, aber es ist doch eine ganze Menge auch naturwissenschaftliche Sachlichkeit dahinter, mit der das betrieben wurde. Und an diesen Schlüssel erinnere ich mich sehr genau. Ich habe ihn mir jetzt wieder vorgeholt und nochmal hineingeschaut, was eigentlich an bestimmten Tagen passieren sollte. Wie passiert es immer leichter als in die Zukunft? Und was nun passieren könnte? Man spricht hier also hier ganz offensichtlich auch vom Ende eines Zeitalters. Und das Interessanteste ist, dass die Mayas sich, glaube ich, selber als Zeitreisende bezeichnet haben. Dass sie aus einer anderen Realität kommen oder auf einmal quasi auch verschwunden sind. Insofern wäre das interessant, wenn das Modell stimmt. Was McKenna zum Beispiel als ein Beispiel eben auch anbietet, dass im Grunde genommen bis heute alles determiniert ist. Und wir die Zukunft sozusagen jetzt rein frei selber gestalten, könnte man das als eine völlig neue Art bezeichnen, was eben tatsächlich auch als neues Bewusstsein auszudeuten wäre. Also vielleicht auch noch mal eins dazu. Wer sich nur ernsthaft damit Gedanken oder damit auseinandersetzt, wenn es irgendjemanden gegeben hat, oder meinetwegen immer noch geben sollte, der rein faktisch in die Zukunft schauen kann, völlig unabhängig, ob das Remote Viewer sind, die das professionell ja sogar betreiben, ob das Visier sind wie Nostradamus, wie auch immer, da gab es wohl eine ganze Menge auch richtig gute, nicht wahr? Wenn es nur eine einzige, nehmen wir nur eine einzige Prophezeiung, die außerhalb des Ratens, nicht wahr, tatsächlich in Erscheinung trat, dann muss man zu dem Schluss kommen, dass das Ganze determiniert ist, unsere Welt determiniert. Wie soll denn das sonst funktionieren? Und in einer determinierten, eben festgelegten Welt, dann sind die Dinge so, zumindest haben wir sehr enge Freiheitsgrade, um uns daraus zu bewegen. Dann leben wir quasi etwas ab, was eigentlich schon feststeht. Eine sehr gruselige Vorstellung zugegeben. Ja. Aber genau das soll angeblich 2012 hier aufhören. Also eben ab heute aufhören und ab jetzt die tatsächliche Tatsächlichkeit, die neue faktische Realität, die wir selber bestimmen und nicht vorher bestimmt ist, erleben. Und das finde ich eine völlig neue, vielleicht auch nicht so neu, aber zumindest sehr spannende Herleitung aus diesen Arbeiten. Und das passt ja viel mit dem, was spirituelle Menschen, Channels und so weiter und auch Quantenphysiker sagen, alle oder übereinstimmend ist das die Botschaft für mich, wir werden von den schicksalsgetriebenen Menschen zu den selbstbewussten Schöpfern oder bewussten Schöpfern. Das heißt, wir haben bisher nicht bewusst geschafft, sondern ein Theater gespielt und jetzt fangen wir an, selber zu schöpfen. Das heißt natürlich, das bewusst zu machen.
großes Thema, die Eigenverantwortung, was auch erst wieder ein bisschen Angst machen kann. Aber ich will auf deine Themen kommen. Du hast jetzt den tollen Film Solar Revolution rausgebracht. Kannst du den Zuschauern so ein bisschen erzählen, was da die Kernaussage ist? Ist natürlich sicherlich sehr umfangreich, aber was ist der Plan? Also, die Sonne verändert sich in der Tat. Das ist also jetzt schon keine Theorie mehr, sondern das, was in diesem Film zum Ausdruck kommt, ist, dass das beweisbar ist. Dass das eben höchstkarätige, eben nicht Mittelklasse Physiker oder Naturwissenschaftler tatsächlich herleiten oder belegen, was tatsächlich ist und nicht was sein sollte. Also hier konnte man jetzt schon mal, kann man anbieten durch diesen Film, raus aus diesem spekulativen, vielleicht sogar hochspekulativen Bereich in die Tatsächlichkeit. Also das ist, glaube ich, gelungen mit diesem Film, dass die Leute sich zu den Aussagen hinreißen ließen. Das ist für mich eines der größten Phänomene übrigens. Das ist also ein runder Film jetzt geworden und unterstreicht die Grundtheorie oder These zumindest von mir, die ich so hatte, die aber jetzt schon weitaus mehr als eine These ist. Also was passiert mit der Welt tatsächlich? Stimmt das? Und da wird eindeutig bejaht, dass es eine bewusstseinsverändernde Situation gibt, in der wir mittendrin sind. Der Bewusstseinswandel ist jetzt, tritt jetzt nicht nur ein, sondern wir sind mittendrin. Das ist nicht heute nur explizit an diesem Stichtag, schon vorher eingesetzt. Und das kann man objektivieren. Das ist nicht eine Sache der Meinung oder der subjektiven Wahrnehmung, sondern objektiv. Und das ist die Qualität dieses Filmes, wo darauf hingewiesen wird. Einmal, dass es wirklich so ist. Und dass das nicht im Kollektiv so ein spontanes, jetzt sind wir wach. Wie sollte man sich das vorstellen? Hier wird Aufklärung betrieben in diesem Film, genau über dieses sehr doch schwammige, diffuse Thema zugegeben. Und ich denke, jeder, der aus diesem Film rausgeht, der wirklich sich ernsthaft damit auseinandersetzt, zumindest eine konstruktive Kritik einsetzt, wird daran nicht vorbei können, dass da eine ganze Menge nicht nur dran ist, sondern dass es tatsächlich so ist, wie beschrieben. Die Sonne spielt da eine besondere Rolle und es gibt auch eine Gefahr sozusagen, dass irgendwann mal so ein Solarflare genau auf die Erde kommt. Das sagen ja auch Forscher, die das beobachten. Das könnte irgendwann wirklich dramatisch werden. Ist das etwas, wo du sagst, da habe ich auch so ein bisschen Angst vor, oder es könnte eine Chance sein, dass zum Beispiel mit Satelliten ausfallen, und das wäre ja vielleicht mal gar nicht schlecht, wenn man all diese ganzen Wellen, die wir ringsum haben, wenn das mal alles weg wäre, ob wir dann vielleicht doch einen besseren Zugang hätten, oder siehst du das eher als eine dramatische Situation? Ich denke, es sind Alarmglocks, die uns im Grunde genommen wach machen sollen. Und da ist es doch keine Formulierung von mir, sondern ich zitiere da Jim Hurtak übrigens auch in seinem Key of Enoch, der also das von 73 geschrieben hat, was da auf uns zukommt und was ja tatsächlich jetzt gerade eintritt, dass also die Alarmglocks immer größer sein werden, in Form von Geokataklysmen zum Beispiel. Und aber alleine schon, wenn wir von einem Kataklysmus sprechen, dann ist das im Grunde genommen auch ein subjektives Attribut. Denn was für den einen etwas Gruseliges oder Grauenvolles ist, mag für den anderen etwas sehr Wertvolles und Wunderbares sein. Also es ist subjektiv. Und insofern sehe ich das ja tatsächlich so, wer meine Bücher gelesen hat, weiß, dass ich diese Grundhaltung habe, dass der ganze Kosmos sozusagen, wir Bestandteil des ganzen Kosmos sind. Und dieses Prinzip, was ich Homöostase nenne, ich nenne es nicht nur so, sondern die Medizin nennt das so, das Prinzip der Selbstheilung, beschränkt sich nicht nur auf die Selbstheilung einer Persona, eines einzelnen Menschen, sondern wir sind Teil des Kosmos. Und sozusagen die Erde, die Sonne, die Sonnen, nicht wahr, das Universum, sind Teil von uns selber. Und wenn wir selber in einen gewissen ungeordneten Zustand, geistigen Zustand begeben, eben in einen wieder natürlichen Zustand, das kann man schon objektivieren, gehen wir mit der Natur oder gegen die Natur. So unterscheide ich übrigens das tatsächliche Gute und das tatsächliche Böse. Bin ich natürlich oder wieder natürlich? Alles andere bleibt subjektiv. Also wenn ich jetzt hineingehe und sage, okay, jetzt kommt meinetwegen ein kataklystisches Ereignis, meinetwegen ein Erdbeben, ein größeres Erdbeben oder Blackouts, dann ist das mal das, was es ist, ein Blackout, ein Stromausfall in diesem Falle. Und dann ist aber meine Bewertung die, ist es für mich jetzt tragisch oder nicht? Es ist das, was ich jetzt meine. Für mich wäre es mit Sicherheit nicht tragisch, weil es gibt mir wieder Möglichkeit und sehr viel Möglichkeit, das wahrscheinlich auch die Absicht ist, darüber nachzudenken, was eigentlich wirklich von Relevanz ist. Wir leben in einem so für sich verselbstständigen Apparat und kriegen gar nicht mehr mit, was eigentlich von uns noch eigen ist und was eigentlich wir übernommen haben. Die Strukturen, die hier so wirken, die ich ja die Matrix nenne. Und so haben wir nochmal die Chance, wenn der Strom zum Beispiel ausfällt, eine Reflexion vorzunehmen. Viel von den so scheinbar so wichtigen Dingen sind dann aber einmal gar nicht mehr so wichtig. Wir reduzieren auch das Wesentlichste. Wir haben auch so viele Jahrtausende gelebt ohne Elektrizität.
Elektrizität. Nicht wahr? Also ich will jetzt nicht zurück in die Steinzeit und setzen, aber alleine sich mal darüber Gedanken machen, was eigentlich wertvoll ist und was nicht. Wie für mich das erste Mal meine Indienreise aus einer sehr reichen Gesellschaft, aus Hamburg heraus damals, mir ging es finanziell mal außerordentlich gut und bin dann nach Indien gegangen, um einfach nur mal dieses Land kennenzulernen und habe zum Beispiel in Kalkutta wahrgenommen, was wirklich Leid ist, was wirklich Elend ist und habe in diesen Gesichtern dieser Menschen, dieser leidenden Menschen, aber das Leid als solches gar nicht gesehen. Ich habe sogar mehr Lebensfreude in diesen menschlichen Gesichtern gesehen, als bei uns Reichen. Als ich von dieser sechswöchigen Reise zurückkam, war ich nicht mehr der ich vorher war. Für mich war das Aufdrehen des Wasserhahns nicht mehr normal und selbstverständlich, etwas Besonderes. Und ich denke, solche Ereignisse eignen sich. Ich wiederhole nochmal, das ist nicht irgendwie etwas, wo wir ausgeliefert sind oder ein Prozess, den wir ausgeliefert sind. Ich bin sogar davon überzeugt, dass wir das entscheidend selber mit kreieren, was im Außen passiert. Denn ich denke, ich halte es für unsinnig, wenn eine gewisse kritische Masse einfach mal erkennt, warum sie eigentlich hier ist. Und das ist so, wie wir es bisher gemacht haben mit diesem Raubbau an der Natur, in diesem wieder natürlichen Modus, aber nicht weitergeht. Dann bedarf es doch keine Reaktion der Natur, so wie wir es kennen als Kataklysmus. Deswegen heißt doch auch Apokalypse aus dem Altgriechischen aufdecken. Die Griechen benennen es so, wenn auf dem Tisch eine Decke liegt und wenn die weggezogen wird, erkennt man erst, dass es ein Tisch ist, in seiner eigentlichen Bedeutung. Insofern ist die Grundbedeutung der Apokalypse etwas sehr Natürliches. Back to the roots, back zu den Dingen, wie sie wirklich sind. Sehr schön. Dieter, du bist ja nun als Wissenschaftler anerkannt, aber auch in dem Spannungsfeld, dass du auch von Kollegen manchmal wahrscheinlich als ein bisschen, weil du kommst ja als Kind eigentlich, du hast mir erzählt, du warst ja intuitiv hast Sachen reingekriegt, die man wissenschaftlich jetzt sozusagen nicht so erklären kann. Und hast dieses Spagat quasi geschafft zwischen dem intuitiven Zugang und dem Forschen. Du bist ja wirklich Forscher, der sich an die Geräte setzt und rausfinden will, was sind das für Frequenzen und so weiter. Also du bist nicht einfach nur ein Theoretiker, der aus dem Bauch redet, sondern wie erlebst du das in der heutigen Zeit? Ist die Wissenschaft, verändert sich da was oder sagen die immer noch, ach so, also so intuitiv, diese geistigen Sachen, das ist alles Quatsch? Ich glaube, sie kommt ja gar nicht dran vorbei, als sich zu ändern, einfach mal bestimmte Dinge zuzulassen, anzusehen, zumindest auch in der konstruktiven Kritik, nicht so dieses Pauschalisierende, das kann aber nicht funktionieren, dann schaue ich es mir doch gar nicht an. Da holt man sich doch nur einen schlechten Ruf unter Kollegen, wie das von Ludwiger so schön sagt, und er weiß, wovon er da redet. Und aber es ist so, dass wenn wir nur mal meinen Forschungsbereich betrachten, den ich ja nur seit 32 Jahren betreibe, auch universitär betrieben habe, das mache ich jetzt im Moment auch übrigens wieder, ja, das ist in der Tat so, aber lange eben verlassen habe, da ging es darum, dass man in vitro sozusagen im Reagenzglas zum Beispiel festgestellt hat, wenn ganz leidenschaftslos Lebewesen, Bakterien, Kultur, nicht nur Pilze, wie man mir da unterjubeln will, die habe ich natürlich auch behandelt, wenn die befeldet werden mit ganz bestimmten schwachen elektromagnetischen Feldern, dann können diese Felder sehr regulativ Einfluss ausüben auf diese biologischen Systeme. Die wird dann, wenn sie einmal aus dem Rhythmus gekommen sind, manchmal, das kann man standardisiert auch herleiten und sagen, die sind jetzt faktisch aus dem Rhythmus, sie sind asozial geworden, um das mal ganz platt auszudrücken. Und durch die Felder kommen die wieder in den alten Grundzustand, sind sozusagen wieder in den sozialen Zustand resozialisiert worden. So, und wenn man das schon von klein auf an, also von den einzelnen Zelllinien entdeckt, auf die höheren Organe sozusagen, und sogar in situ an einen Menschen noch fortsetzen kann, dann kriegt man Respekt davor und diese Ergebnisse sind so erdrückend, in zahlreichen Fällen auch gut abgesichert statistisch, dass man einfach nicht mehr ignorieren kann, dass es so ist. Und wer sich diesen Film Solar Revolution ansieht, wird es auch erkennen, welche Professoren sich dazu äußern. Ja, also es muss sich auch in dem Paradigma, dem wissenschaftlichen Paradigma auch dringend verändern und das ist auch, das passiert. Also natürlich sehe ich das, weil vor allem die Trennung ist noch eine willkürlich gesetzte zwischen organisch und anorganisch. Ich war zwischen Geist und Materie. Also bitte überlegt das fest, das ist eine willkürlich gesetzte Ebene und dass Geist und Materie nicht etwas Untrennbares ist, die schon zusammengehören, ist klar. Wir reden von Psychosomatik heute schon relativ selbstverständlich. Dass das auch somatopsychisch wirkt, ist klar. Man darf auch nicht eigentlich nur von Wechselwirkungen reden, nicht nur von Effekten. Dass alles miteinander verbunden ist. Es wechselwirkt alles miteinander. Nichts ist getrennt voneinander. Alles gehört zusammen. Das klingt philosophisch, es klingt irgendwie auch richtig, aber stimmt denn das auch? Es berechtigt diese Frage und ich beantworte die Frage eindeutig mit Ja. Man kann es wissenschaftlich und mathematisch herleiten, dass es so ist. Wir sind hier nun auf einem Kongress, wo viele unterschiedliche Referenten sind, unterschiedliche Menschen.
teilweise channeln oder wie immer, dass sie kriegen irgendwas durch und sprechen für Engel oder was auch immer. Wie ist das für einen Wissenschaftler? Ist das etwas, wo du sagst, kann ich was mit anfangen oder naja, ich halte hier meinen Vortrag, aber gibt es da etwas, wo du spürst, ja, es passiert etwas bei den Menschen und bei den, es sind Referenten und Leute da, die in ihren Aspekt der Wahrheit darbringen und das berührt auch? Also für mich ist hilfreich, dass ich in sehr frühen Jahren, so heißen, ich war glaube ich 19 oder 20, eine Nahtoderfahrung erlebt habe. Und in dieser Nahtoderfahrung, ich wusste damals gar nicht, was das ist. Ich bin einfach mal abgestürzt mit dem Auto in Österreich und bin dann irgendwie innerhalb dieses Absturzprozesses bin ich also irgendwie in einem anderen Zustand. Ja, also ich möchte fast sagen, es lief so, als dass ich mein Leben Revue passieren in einem zeitlichen Tempo in einer absoluten Klarheit, klarer als diese Realität übrigens, wahrgenommen habe. Und dass meine Welt hinterher nicht mehr die war, die vorher war. Das heißt, ich weiß, dass es dort Phänomene gibt, die ist mal wissenschaftlich, naturwissenschaftlich damals auf jeden Fall eigentlich gar nicht zu beschreiben waren. Das war so ein getrennter Bereich, das ist die Parapsychologie, da gab es den Professor Bender damals von der Uni Freiburg, das war auch ein Exot, aber der war immerhin für diesen Bereich zuständig. So gab es Leute, mit denen man darüber reden konnte. Das habe ich getan. Aber was dann wirklich heute machbar ist, was man messen kann, das ist sozusagen, das, den Geist als solchen kann man nicht messen. Man kann sozusagen Sekundäreffekte messen daraus. Also die neuronalen Aktivitäten. Jetzt kommt das nächste Problem, die Gehirnforschung, wenn sie ehrlich ist, muss sagen, die Neuronen, die neuronale Aktivität kann die Gedankenprozesse, die Denkprozesse auch gar nicht richtig deuten. Denn es gibt genügend Patienten mit, also Wasserkopfpatienten, Hydroenzephalus-Patienten, die vollständig lebensfähig sind, mit allen Qualitäten ausgestattet sind, wie ein Gesunder auch. Und die haben zu 90% Wasser in ihrem Gehirn, nicht wahr? Also es ist kein Leitungswasser, es ist eine Liquid, eine Gliaflüssigkeit, aber sie haben kein neuronales Korrelat, also kein neuronales Netz. Wie funktioniert denn da der Gedankenapparat mit den ganzen Gedanken? Also das ist ein Bereich, der jetzt tatsächlich so weit erschlossen ist, dass man sagt, die Neurochemie, es ist also mehr wohl der chemische Bereich. Es sind ganz bestimmte Tryptamine, Neurotransmitter, die da hineinspielen. Ich verschiebe sozusagen die Hardware in eine schon fast Software-Ebene. Also wenn ich mir einfach mal den Elementarbereich der Physik angucke und mir einfach mal ein Kohlenstoffatom anschaue, nicht wahr? Also mit seinen wunderschönen hexaedalen Strukturen als Hexaeder sozusagen, dann sind diese Eigenschaften des Kohlenstoffes, natürlich ist man die Bausteine vom Leben im Allgemeinen. Es war kein Leben ohne Kohlenstoff, das ist die Basis. Und aus Kohlenstoff bestehen wir. Unsere DNA besteht aus Kohlenstoff, nicht wahr? Diese Triplet-Konfiguration. Und in unserer Gehirnflüssigkeit, in dieser Gliaflüssigkeit, sind Kohlenstoffatome drin, bevor es Neuronen überhaupt gab. Das heißt, hier ist die Ebene ein bisschen verschoben in eine noch feinstofflichere, und das bitte nicht esoterisch gemeint, sondern rein faktische, von den grobmolekularen zu den atomaren Ebenen. Und da ist diese Schwelle dann zwischen, ich sag mal, Geist und Materie, dieser Übergang sehr, sehr diffus und gar nicht mehr trennbar, gar nicht mehr darstellbar. Sie gehört irgendwie zusammen. Für mich sind speziell diese Kohlenstoffatome in ihrer Grundeigenschaft Transdimensionskanäle nach Burkhard Heim, die, wenn sie aktiviert sind, sozusagen den geistigen Kanal öffnen. Insofern ist das eigentlich alles nur die Hardware, die wir hier haben, in einer bestimmten geometrischen Form angelegt. Und über diese Strukturflüsse sozusagen, um wo Geistmaterie in Erscheinung tritt, geschieht ein Booten, ein Auf- und Abrufen von Informationen, die natürlich wir auch als Denkprozesse bezeichnen können. Also es klingt ein bisschen diffus, ganz sicherlich, deswegen schreibe ich ja auch darüber. Aber für mich, um deine Frage explizit zu beantworten, ist das ein relativ klarer Bereich, wo im Grunde genommen ein Paradigmawechsel jetzt schon eingetreten ist in der Naturwissenschaft. Wunderbar. Und kurze Zukunftsvoraussage oder Aussicht von dir, was stellst du dir vor, wie werden sich die nächsten Jahre entwickeln? Hast du da ein Bild oder sagst du einfach, ich weiß es nicht, es geht einfach alles so weiter, oder bist du optimistisch, dass sich eben, wenn du sagst, in der Wissenschaft verändern sich schon die Paradigmen, dass sich das auch auf die Menschheit und das die Erde auswirkt? Ja, das sehe ich absolut so. Ich sehe ich sagte es ja schon, dass dieser Bewusstseinsprozess des Erwachens, dass wir mittendrin sind und dass der, weiß Gott, noch nicht abgeschlossen ist. Und dass der auch im Einzelnen individuell erfahren wird, nicht im Kollektiv. Am 21.12. wachen wir auch immer als andere Menschen auf. Wie sollte man sich vorstellen? Quatsch. Natürlich ist es nicht so. Aber ich sehe es tatsächlich so, was ich aus meiner jetzigen Position wahrnehme, dass ich
eine Trennung wahrnehme zwischen den Leuten, die einfach sagen, aber die Entscheidung ist jetzt gefallen. Das sehe ich so. Eine Deadline ist sozusagen heute, die nehme ich mal einfach so hin, nicht wahr? Und die ist heute, also Abgabetermin war heute. Niemand wird das sicherlich kontrollieren. Das sind wahrscheinlich physikalische Gesetze, die da in Erscheinung treten. Aber dass hier diese Ebene von der einen Zeitlinie zu einem, ja, eben als Timeline, Zeitlinie und eine andere in Erscheinung tritt. Also die einen, die ihre Entscheidung getroffen haben, die also diesen Weg weitergehen, des Paradigmas sozusagen auch folgen, dieses neuen Weges, und die anderen, die einfach tatsächlich festhalten wollen aus kleinen Stücken. Und da wird sich auch eine andere Realität darstellen. Das sehe ich so. So exotisch das erscheinen mag. Ich denke sogar, dass wir im Moment noch beide Positionen wahrnehmen können. Unsere eigene und die andere. Aber ich... Da kommt diese Theorie von den parallelen Welten. Von dem Multiweltenmodell von Everett zum Beispiel, ja. Und also das sehe ich schon. Kann es schon die Welt geben, wo auch die Menschheit die Erde zerstört hat, aber es kann auch woanders von das goldene Zeitalter. Ja, kein Mensch weiß, wie man sich das vorstellt. Mathematisch hochanspruchsvoll übrigens. Fred Allen Wolf hat da auch schon mit vor Everett oder mit Everett gleich zusammengearbeitet. Das Modell ist immer wieder vorgeholt worden und niemand konnte das widerlegen und sagt, das ist eigentlich ein hochanspruchsvolles Modell. Und gerade der Bereich der sogenannten dunklen Materie, um dann vielleicht nochmal eine Schlagzeile hochzuziehen, das, was da gerade in Erscheinung tritt, die Messergebnisse, dass uns auch einige Konstanten, Naturkonstanten irgendwie scheinbar weglaufen, dass die unstimmig werden, das wird ja gerade heiß diskutiert auch, ist, so habe ich gerade gelesen, aus Spektrum der Wissenschaft, das ist eine Übersetzung, Science, glaube ich, aus Science, genau, wo beschrieben wird, dass das ein Argument dafür ist, für die Multiweltmodelle, nicht wahr? Und dass das gerade zu diesem Zeitpunkt auch messbar ist, dass die Konstanten weglaufen. Also ich bin da kein Astrophysiker, will der Radar quasi in fremden Revieren, aber wenn ich das einfach nur zitieren darf, was ich gerade eben getan habe, dann sind diese alten Modelle durchaus auch wieder herleitbar, dass man sagt, okay, wir sind wahrscheinlich gerade in so einer Aufspaltung von zwei Realitätsebenen, und wobei wir am Anfang wahrscheinlich die eine und die andere noch wahrnehmen werden. Ich sehe, für mich hat sich noch gar nichts geändert. Aber was ich wahrnehme und worauf ich auch nochmal zum Schluss Wert legen möchte, wir kreieren, egal auf welcher Zeitlinie wir sind, wir kreieren unsere Realität selber. Manchmal unsere Glaubensmuster haben wir bisher immer schon das kreiert. Deswegen haben wir es ja irgendwie hier wie der Sprung in einer Schallplatte immer wiederholt. Nicht wahr? Und da denke ich, man musste mal irgendwie so einen kleinen Tupser geben. Das wäre dann vielleicht so ein Impact oder sowas, ja, was auch immer man sich da vorstellen sollte. Aber bitte nicht um zu zerstören, sondern um anzustoßen und sagen, also hier geht's weiter. Und das sehe ich gerade, aber auch in Erinnerung dessen, dass wir mit unserer Wirkmacht, mit unseren Gedanken, mit unseren Schöpfungsorganen, nicht wahr, unserem Gehirn, mit unserer Vorstellung, uns bitteschön über dieses Gottvertrauen, was wir haben, auch wagen sollten und damit auch den Mut nehmen, dass wir etwas schaffen, was wirklich uns Freude macht. Und ich sage ja, die wahre Freude ist Liebe in Aktion. Da braucht man sich dann nicht die Frage zu stellen, ist das jetzt gut, ist das natürlich oder wieder natürlich. Wenn die tatsächliche Freude entsteht und die Ekstase daraus und das entsprechende Bild dazu passt, wenn ich mir daraus meine neue Welt kreiere, ist das doch wunderbar. Das hat sich als Schlusswort gelten. Vielen Dank auch für das, was du machst, auch über die Jahre mit allen Schwierigkeiten auch. Danke dir für deine Tätigkeit und wunderschön. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir sind mittendrin, genau wie du sagst, und ich sehe es auch so. Und du gestaltest auch mit. Ja, natürlich. Aber eben macht es jeder. Jeder macht seine Arbeit oder das, was er ausdrücken will. Und wir sind bewusste Schöpfer, liebe Zuschauer. Es zählt nicht nur für uns beide hier vor der Kamera, sondern auch für Sie. Und ich freue mich, wie gesagt, dass wir auch von Wissenschaftlern sozusagen heute die Impulse bekommen, dass wir uns bestätigen, dass wir bewusst Schöpfer oder Schöpfer werden und die Welt neu gestalten können. So ist es. Danke, Dieter. Ich danke dir auch.